Ja, wir befinden uns hier am Cabrio-Strand Graz. Das ist ein vollkommen fahrtüchtiges Cabriolet, das mit Sand gefüllt als Sandkiste für Kinder in den Grazer Parkspuren unterwegs ist. Man darf sein Auto in der blauen Zone als Anrainer mit dem blauen Pickel parken. So war es eigentlich jetzt ganz billig und einfach möglich, für 10 Euro im Monat einen Sandspielplatz in Gries zu eröffnen. 10 Euro im Monat für einen Parkplatz direkt vor der Haustür ist einfach geschenkt. Tatsächlich muss man sagen, für sein Auto findet man sehr schnell und sehr billig Platz in der Stadt. Das ist auch ausreichend und das ist auch sehr flexibel. Für Kinder wird es schwierig. Das Cabrio stand jetzt zuerst in der Kernstockgasse. Wir hatten ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Also viele waren sehr irritiert, natürlich. Das sieht man halt nicht alle Tage, aber die allermeisten waren sehr positiv. Allerdings war das Vergnügen nicht ganz so lange. Wir haben soeben unsere Anrainerparkbewilligung für den Bezirk Gries verloren. Wäre das Cabrio geschlossen gewesen, wäre es dort gestanden, wäre alles kein Thema, würde ich damit zur Arbeit fahren, wäre alles kein Thema. Ich finde das ein typisches Zeichen für unsere autozentristische Weltsicht, dass es vollkommen normal und selbstverständlich ist, um 10 Euro im Monat fast 10 Quadratmeter öffentlichen Raum zu privatisieren. Ab dem Moment, wo man eben etwas Klimafreundliches tun will, wird diese vergünstigte Parkmöglichkeit entzogen. Ich hoffe auch, dass das so ein bisschen auch zum Nachdenken anregt oder auch nochmal in die Diskussion führt, wie nutzen wir den Lebensraum in der Stadt. Ich glaube, wir sollten uns schleunigst überlegen, wie wir den Kindern in unserer Stadt wieder den Platz geben, den wir ihnen vor 50 Jahren weggenommen haben. Man braucht den Mut zur Veränderung und wir haben auch keine Zeit mehr zu warten. Also bis auf Weiteres steht der Cabrio-Strand im Innenhof vom Graz-Museum. Das heißt, jeder, der Lust hat, ist auch eingeladen. Sandburgen in diesem Cabrio zu bauen, Sandkuchen, Marmorkuchen, den Kopf vor der Klimakatastrophe in den Sand zu stecken. Alles möglich. Ist das Auto kaputt? Nein, mit dem sind wir heute hergefahren.